Hallo, servus liebe Leute und herzlich willkommen in unserem heutigen Videobeitrag. Wir sind bei N26 am neuen Standort K72. Ich muss mir das abschauen, auch für uns B1 als Broadcasting-Standort in Wien sozusagen. Und wir reden mit Valentin Stalf. Es beginnt gleich in einer Minute unser Gespräch. Großes neues Announcement. USA-Expansion beginnt. 100.000 Kunden haben sich schon angemeldet und warten in der Pipeline, dass sie ongeboardet werden. Ein ganz spannendes Gespräch auch zum Thema, ob es in dieser ganz, ganz intensiven Wachstumsphase gewisse Schmerzen gibt, wo lagen die Hürden und was tut sich sonst bei N26. Valentin Stalf ist gleich bei uns. Stay tuned, wir melden uns in 10 Sekunden. Valentin, danke für dieses Hosting heute da im neuen Büro bei euch in Berlin. Großes Announcement, USA geht jetzt wirklich los. Was wird jetzt konkret passieren, was wird announced? Wir announcen heute, dass wir in den USA wirklich starten, unser Produkt auf den Markt bringen, die ersten Kunden wirklich von unserer Waitinglist onboarden. Und für uns ist es ein ganz, ganz großes Announcement, weil es der erste Markt ist nach Europa. Ein riesiger Markt, riesiges Potenzial und darauf freuen wir uns sehr. Es ist sehr spannend, dass ein Fintech aus Europa die Innovationskraft in Amerika bringt. Vielleicht bevor wir in die Details einsteigen, kurz sozusagen ein Markt-Overview in Amerika. Wie ist die Konkurrenzsituation dort? Wieso Amerika? In Amerika ist es definitiv so, dass es im Challenger-Bankenbereich, also im Bereich wirklich, der sich auf mobile Experience fokussiert, der sich auf Transparenz fokussiert, eigentlich noch deutlich weniger Player gibt als in Europa. Die Player, die es gibt, die sind noch relativ klein, obwohl die Fintech-Branche insgesamt in Amerika deutlich weiterentwickelt ist. Und das ist für uns eine riesen Opportunity und deswegen ist es ganz spannend, in die USA auch zu gehen. Wieso ist das so? Man überlegt sich sozusagen, wieso sind Fintechs größer gewachsen in Europa als in Amerika? Sind dort die traditionellen Banken so stark, dass es schwierig ist für Fintechs sozusagen daneben zu leben? Wenn man jetzt die Deutsche Bank vergleicht mit 12 Milliarden, glaube ich, Kapitalisierung an der Börse zu einer amerikanischen Bank mit 200-300 Milliarden, ist das schon ein Riesenunterschied. Ist es dann sozusagen einfacher für ein Fintech in Europa zu wachsen und dann in Amerika auszurollen als umgekehrt? Ich würde sagen, der Unterschied ist in der Fintech-Branche da, dass man in den USA eigentlich eine weiter fortgeschrittene Fintech-Branche hat, aber die Player sehr, sehr stark auf Nischen gehen. Also da gibt es Leute, die machen nur Sparprodukte, nur Kreditprodukte. Da ist Europa deutlich hinter den USA. Wenn es aber darum geht, wirklich Banking als Ganzes mit Bankkonto, mit Karte zu machen, also wirklich eine traditionelle Bank mit einer Online- und Digitalbank zu ersetzen, dann ist die USA sicher weiter rückschrittlich als Europa. Das hängt auch am Bankensystem, das hängt an der komplexen Regulierung. Das ist für uns eigentlich eine große Market Opportunity. Und ich glaube, wir sind da auch in einer sehr, sehr guten Zeit, weil wir sind der erste Player, der jetzt wirklich aus Europa kommt, der dort mit einem sehr modernen Bankprodukt auf den Markt geht, mit einer App, mit einer Karte. Und da werden wir sehen, wie sich das entwickelt in den nächsten Monaten. Was für ein Produkt wird gelauncht? Das, was wir in Deutschland kennen, das, was wir in Europa kennen, oder wird für den USA-Market quasi ein ganz neues Produkt gebaut? Nein, wir haben eine globale Produktvision. Wir glauben ganz, ganz stark daran, dass eigentlich eine digitale Generation auf der ganzen Welt existiert, die vor allem ein digitales Produkt liebt mit viel Transparenz, mit sehr, sehr einfachen Prozessen. Also wie kann ich eigentlich heute ein Bankkonto aufmachen in 5 Minuten? Wie kann ich dort einen Dauerauftrag einrichten? Wie kann ich eine Kartentransaktion machen? Wie kann ich meine Karte sperren? Und diese Funktionen, dieser Drang nach einerseits Transparenz, Easy Access, aber auch Kontrolle über die eigenen Finanzen, das ist was wir auf der ganzen Welt eigentlich sehen. Und deswegen ist unser Produkt in den USA in den Grundzügen sehr, sehr ähnlich zu dem in Europa. Ja, also auch, wir werden dort auch mit einer Karte an den Start gehen. Es gibt auch einen komplett digitalen Sign-up, der in den USA sogar noch etwas schneller ist als in Europa, weil es dort ein bisschen einfacher ist, auch mit der Social Security Number das zu machen. Das gibt es in Europa nicht, dieses Konzept. Und es ist auch so, dass wir in den USA gewohnt mit der Transaktionsliste an den Start gehen. Wir werden auch unser Produkt Spaces dort auf den Markt bringen. Das heißt, ganz, ganz einfach Unterkonten einzurichten, wie zum Beispiel WhatsApp-Gruppen, die man aufmacht. Wir haben ja auch immer schon gesagt, WhatsApp-Gruppen ist ja was, wo man dann teilen kann, wo man verschiedene Leute dann auch zu einem Unterkonto einladen kann. Das ist ja eine Innovation, über die ich schon mal geredet habe, glaube ich, öffentlich, die in den nächsten Monaten auch nach Europa kommt. Und die werden wir aber gleichzeitig in den USA auch starten. Also um deine Frage nochmal zu beantworten, wir haben eigentlich eine globale Produktstrategie. Wir passen unser Produkt, wo es notwendig ist, an lokale Payment-Gegebenheiten an oder lokale Features.
aber das große Produkt bleibt eigentlich global immer das gleiche. Und das Spannende ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, dieses große globale Produkt wird in Europa gebaut. Bleibt das so jetzt auch nach der Expansion? Also wir haben ein klares Bekenntnis auch als N26 zu dem Standort in Europa. Wir finden hier extrem gutes Talent. Wir mittlerweile hier in Berlin, am Standort Berlin alleine, haben wir über 1000 Mitarbeiter mit, glaube ich, 50 verschiedenen Nationalitäten. Also sehr, sehr international. Wir sehen einfach, dass Europa für eine Mitarbeitergruppe und Talente aus der ganzen Welt sehr attraktiv ist, auch hierher zu ziehen. Und deswegen haben wir auch ein klares Bekenntnis zum Standort Europa. Deswegen bauen wir weiter Berlin aus. Wir haben in Barcelona Mitte letzten Jahres ein Büro eröffnet, wo wir heute schon über 80 Leute sind. Wir haben vor kurzem ja auch announced, dass wir in Wien ein Office aufmachen. Da werden wir jetzt mit den ersten 10 Leuten im September wirklich on the ground auch starten. Das versuchen wir in den nächsten Jahren auf 200 bis 300 auszubauen. Und ist jetzt nicht so, dass wir alles aus Europa herausbauen. Also wir haben natürlich auch ein Team in New York. Wir haben in New York ein Büro mit 50 bis 60 Leuten heute, nur die in New York gebased sind. Schon heute. Dazu kommen circa 10 bis 15 Leute, die regulär von Europa traveln und dort auch wieder Meetings machen. Das brauchen wir auch und wir haben dort auch Produkt und Technologie, um nah am Markt zu sein, um das Produkt wirklich auch in Amerika weiterzuentwickeln. Für die lokalen Features. Für die lokalen Features, für die lokalen Integrationen, zum Beispiel mit Payment Schemes im Hintergrund, mit unserer Partnerbank, mit der wir dort zusammenarbeiten. Und da macht schon Sinn, auch ein lokales Team zu bauen. Welche Partnerbank ist das? Ist das quasi offiziell? Ja, wir announcen das jetzt auch heute. Wir arbeiten mit der Axos Bank. Das ist eine sozusagen Bank, die jetzt für den Endkunden jetzt nicht so bekannt ist, aber die hat sich wirklich fokussiert auf White Label Banking, die macht das im Hintergrund und so arbeiten wir auch mit der zusammen und wir haben wirklich eine ganz, ganz große Due Diligence gemacht, wir haben uns ganz, ganz viele verschiedene Bankpartner angeschaut und am Ende haben wir bei der Axos Bank festgestellt, sie sind technologisch die Besten, die mit uns zusammenarbeiten können, weil wir ganz viel unserer Technologie aus Europa schon bringen und da geht es dann nur noch um die Integration zu der Partnerbank. Und da haben wir von Anfang an sehr gut zusammengepasst und deswegen haben wir uns dann für die Axos Bank auch entschieden. Bringt die Partnerbank quasi dann auch eine Lizenz in diese Partnerschaft ein? Werdet ihr da so angehen, wie das damals am Anfang auch in Europa der Fall war? Genau, in Amerika ist das eigentlich so ähnlich aufgesetzt, wie wir das in Europa am Anfang mit der Wirecard Bank gemacht haben. Wir arbeiten dort nicht reguliert mit einer regulierten Entity zusammen, die für uns alle regulatorischen Aufgaben übernimmt. Und wir werden uns dann in Zukunft überlegen, ob wir auch vielleicht eine eigene Lizenz irgendwann einmal brauchen. Man muss aber dazu sagen, dass in Amerika dieser White-Label-Banking-Markt deutlich weiter fortgeschritten ist als in Europa. Das heißt, in Amerika gibt es auf diesem Markt, ich habe gesagt, wir haben uns ca. 30 Player in der Due Diligence angeschaut. Wenn man das jetzt in Europa machen will, gibt es vielleicht 4-5 Player, die man sich anschauen kann. Und dadurch ist dieser Markt deutlich kompetitiver. Man kriegt aber auch ein besseres Pricing vom Partner und man kann daher auch langfristig so ein Partnermodell fahren, was in Europa etwas schwieriger ist. Mhm. Und nochmal zur internationalen Expansion. Wir schauen uns wirklich für jeden Markt spezifisch eigentlich an. Arbeiten wir unter einer eigenen Lizenz mit einer Partnerbank oder gibt es in manchen Ländern gibt es ja auch Zwischenlizenzen, die zwischen Banklizenz und keiner Lizenz sind und das kommt wirklich auf den regulatorischen Raum an und das entscheiden wir wirklich Markt für Markt. Jetzt ist die Frage, natürlich profitieren die amerikanischen Kunden massivst von eurer Innovationskraft, die in Europa aufgebaut wurde. Die Frage ist jetzt aber auch umgekehrt, werden vielleicht eure deutschen, österreichischen, europäischen Kunden von den Features, die vielleicht auf den USA-Markt entwickelt werden, auch profitieren können? Ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass es ja heute darum geht, global führende User Experience auch zu bauen. Und ich glaube, das kann man nur schaffen heute, wenn man ein global agierendes Unternehmen noch ist. Also nur wenn man es schafft, auch global Kunden zu haben und diese Ambition hat, wird man es auch schaffen, die besten Talente zu bekommen. Oder es wird einfacher, sagen wir so. Und ganz konkret bedeutet das, heute kommen wir natürlich mit viel Innovation aus Europa in die USA. Aber wir arbeiten auch an Themen, die jetzt wir in den USA launchen, zum Beispiel das Thema Perks, also Vorteile für Kunden, wenn man wo einkauft, einen Discount zum Beispiel zu bekommen. Und das ist ein Thema, da ist der US-amerikanische Markt deutlich weiter fortgeschritten als der europäische. Da ist das eigentlich etwas, was fast jede Bank hat. Da haben wir schon viel gelernt, deswegen entwickeln wir das jetzt auch in den USA. Aber das wird auch ein Produkt sein, das wir wieder zurück nach Europa bringen. Das heißt, auch die Kunden in Europa können sich darauf freuen, dieses Produkt in Zukunft zu benutzen. Wir werden wahrscheinlich in den USA in naher Zukunft auch in den Bereich Kreditkarte gehen.
Wir haben ja heute eine Debitkarte. Wir werden das ein bisschen innovativer machen als die traditionellen Kreditkarten, wo man vielleicht dann auch entscheiden kann, ist diese Transaktion auf der Kreditkarte oder will ich die gleich vom Konto gebucht haben? Also ein bisschen mehr Flexibilität wieder an den User geben, ein bisschen mehr Kontrolle. Aber das ist auch ein Produkt, wo wir viel in den USA lernen können, weil in den USA dieser ganze Kreditkartenmarkt natürlich extrem fortgeschritten ist. Das heißt, ich glaube, die Innovation geht in beide Richtungen, wo man von den Kunden lernen kann. Je mehr Kunden in mehr Ländern man hat, umso mehr lernen wir. Das ist auch in Europa so. Wenn wir heute Kunden aus Frankreich haben, Deutschland, Österreich, lernen wir von all diesen Kunden und dieses Feedback nehmen wir zurück und machen für alle ein besseres Produkt. Und das zweite Thema ist wirklich, ein globales Team zu bauen mit den besten Talenten aus der ganzen Welt. Glaube ich, das ist ganz, ganz entscheidend dafür, wirklich auch ein gutes Bankprodukt auf den Markt zu bringen. Ja. Spannend ist bei euch auch natürlich, dass, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, korrigiere mich bitte, wenn das nicht so zutrifft, dass in Wahrheit die Kunden euren Expansionsweg vorgeben. Es gab sehr, sehr viel Traction sozusagen aus Amerika für das Kernprodukt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es 100.000 Kunden, die sich vorregistriert haben für den Launch und deswegen auch eine klare Entscheidung sozusagen, den USA-Markt anzugehen. Genau. Wir machen es so, dass wir heute auf der ganzen Welt eigentlich sogenannte Waiting-Lists haben. Das heißt, man kann sich in verschiedenen Ländern der Welt auf eine Waiting-List für N26 setzen. Ist auch für uns ein bisschen eine Methode, um zu tracken, wie ist das Interesse in den verschiedenen Ländern. Und wir haben einfach festgestellt, dass in den USA ein extrem hoher Bedarf für modernere Bankprodukte besteht und für Bankprodukte, die einfach transparent sind, die eine gute Mobile Experience haben und die den Leuten auch die Freiheit geben, die sie brauchen. Und in den USA, wie du erwähnt hast, haben wir heute über 100.000 Leute schon auf dieser Waiting List. Und das war für uns eines der Zeichen, warum wir die USA auch priorisiert haben, als einer der Märkte, an dem wir als nächstes gehen. Und wir werden in den nächsten Monaten sehen, wie sich das entwickelt, wie viele Kunden wir wirklich akquirieren können. Wir starten jetzt mit den ersten paar Tausend von der Waitingliste, dann werden wir mal 10.000 einladen, dann nochmal 10.000. Und das machen wir jetzt über die nächsten Monate, wollen da ganz, ganz viel lernen. Und für uns ist es aber ganz wichtig, dass jeder Kunde, der ein N26-Konto in Amerika auch eröffnet, wirklich sehr zufrieden ist. Mhm. Wir wollen auch das Feedback haben, das ist ganz, ganz wichtig, am Anfang zu verstehen, wo ist unser Produkt vielleicht, wo hakt es noch, wo können wir unser Produkt noch anpassen an die amerikanischen Umstände. Und deswegen sind diese ersten 3 Monate extrem wichtig. Und dann wird es quasi public gemacht und es wird jeder ein Konto nehmen können. Genau, also wir planen heute circa Ende des Sommers, ja, würde ich sagen, das Produkt public zu öffnen. Bedeutet, heute muss man auf der Waitinglist stehen, wird da gruppenweise eingeladen. Wenn man das public öffnet, dann kann jeder sozusagen ein Konto öffnen. Und das planen wir zu Ende des Sommers. Es ist immer ganz, ganz schwierig vorherzusagen. Ja, wenn wir jetzt ganz viele Sachen lernen in den nächsten 4 Wochen, 8 Wochen, klar, dann kann es vielleicht sein, dass wir nochmal in die Integration gehen, dass wir vielleicht noch eine neue Version der App auf den Markt bringen. Aber wenn das so läuft, wie wir uns das vorstellen, öffnen wir Ende des Sommers für wirklich den Public-Markt. Jetzt habe ich verstanden, dass du gesagt hast, Fintech-Markt ist ein bisschen anders strukturiert in den USA. Es gibt nicht wirklich eine mobile Bank, aber es gibt viele Fintechs, die sich auf die Nischen fokussieren. Kann man dann sagen, dass es sowas wie N26, N26 in den USA aktuell noch nicht gibt? Ich würde schon sagen, dass es in der Form, wie wir das heute machen, das in den USA nicht gibt. Okay. Ja, also das die Modelle, die wir dort sehen, die sind eher so auf Prepaid-Kartenbasis aufgebaut. Aber wirklich dieses allumfassende, ich replace meine Bank of America-Account mit einem N26-Account, gibt es jetzt in der Form nicht. Es gibt die ein oder andere Art Challenger-Bank, mehr auf Prepaid-Kartenbasis, sind aber alle noch relativ klein. Und gehen jetzt auch nicht ganz in diese Direction, die wir gehen. Es gibt so ein paar Player, die versuchen vor allem auf Underbanked zu gehen, also Leute, die heute noch gar kein Bankkonto haben. Ja. Das ist jetzt nicht 100% unsere Zielgruppe. Wir gehen eigentlich auf Leute, denen Digitalisierung wichtig ist, die eine ganz einfache User Experience haben wollen und die einfach ein einzigartiges Produkt haben wollen. Das heißt, wir haben uns ein bisschen anders positioniert und sind da, glaube ich, in einer Pole Position für den amerikanischen Markt. Wo gab es die Hürden auf diesem Weg? Wir haben zweimal announced, es kam die USA-Expansion und dann hat sich das um ein paar Monate verschoben. Ja. Kann ich super nachvollziehen, aber was waren sozusagen wirklich die Hürden? Ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, was wir in den USA auf jeden Fall unterschätzt haben, ist, wie schwierig es ist, in einem Markt die Talente zu akquirieren, wenn man dort kein Produkt hat. Und in den USA, das machen wir in Europa natürlich auch, aber ist man in direkter Konkurrenz mit Google, die gerade irgendwie tausende Leute in New York aufbauen, mit Facebook, mit eigentlich allen Top-Unternehmen der Welt. Und diese Talente dort zu akquirieren,
ohne denen wirklich sagen zu können, das ist heute unser Produkt, da sind die Kunden, das war schwieriger, muss ich sagen, als wir uns das vorgestellt haben. Und wir haben, würde ich schon sagen, viel Zeit verloren in der Zeit zwischen 5 Mitarbeitern und 15, 20 Mitarbeiter. Heute sind wir dort 50 Mitarbeiter, 60 Mitarbeiter jetzt. Da sind wir eine kritische Masse. Jetzt launchen wir, da gibt's dann schon Traction. Die Leute reden über uns. Aber am Anfang war das schon schwieriger. Also von 5 Mitarbeitern, dieses Early Stage, ja, wo wir in Europa, das war einfach für uns in Europa. Ja. Das war auch eine andere Zeit vielleicht, aber da konnten wir sagen, das bringen wir jetzt hier, das war anders. Aber heute haben wir es in Amerika, haben wir es da deutlich schwieriger getan, das wirklich auch aufzubauen in der Anfangsphase. Und deswegen glaube ich auch, der Launch, den wir jetzt machen, von der Zeit her trotzdem noch sehr, sehr gut. Wir sind die erste Challenger Bank aus Europa, die erste mobile Bank, die da wirklich in den USA an den Markt geht. Aber ursprünglich war unser Plan, früh auf den Markt zu kommen. Wir haben es nicht früher machen können, weil wir zu wenig Talente gefunden haben. Wie wichtig ist euch, natürlich ein bisschen provokant gefragt, dieser Claim, die erste Bank, Revolut plant ja natürlich auch die USA-Expansion. Wie wichtig ist es in diesem Match, sage ich jetzt einmal, der Kräfte, das zu behaupten? Ich glaube, der Claim ist überhaupt nicht wichtig. Ich glaube, was wichtig ist, dass wir natürlich mit jedem Monat, den wir jetzt in den USA früher sind als jemand anderer, extreme Learning Opportunity haben. Und ich glaube schon, dass wenn wir die Ersten auf einem Markt sind, zeigt das ein bisschen auch unsere Entwicklungsmöglichkeiten und es zeigt auch, wie schnell wir als Team arbeiten. Ich bin da auch stolz darauf, dass wir da schneller sind als andere Companies. Konkurriert auch ein bisschen eine Konkurrenz. Deswegen finde ich es auch super, dass wir eigentlich Konkurrenten in Europa haben, weil es animiert eigentlich dieses Team. Es animiert uns, schneller zu sein, mehr zu machen, noch ein besseres Produkt zu machen. Und ich glaube aber, in den USA geht es wirklich darum, jetzt Learning zu haben. Man muss auch nochmal sagen, es geht ja nicht darum, ob wir jetzt ein bisschen schneller sind als eine andere Bank aus Europa, sondern es geht eigentlich darum, die Millionen Kunden von einem Bank of America zu gewinnen, von JP Morgan Chase. Das sind die Kunden, sagst du ja immer für Europa auch, nicht? Dieser Wettlauf mit Revolut zwar spannend ist vielleicht für die Medien, aber dass eure Kundenpotenziale für beide ja viel, viel breiter sind als jetzt in dem Segment. Ist das nach wie vor so? Klar, also, aber ich muss auch sagen, wir sehen Revolut in den Kernmärkten, in denen wir sind, sehen wir Revolut nicht. Okay. Also Revolut ist stark in UK, aber in Österreich, Deutschland, Frankreich, Spanien, da sind wir klarer Marktführer in den Märkten. Und da geht es wirklich darum, gewinnen wir Kunden von BNP Paribas, gewinnen wir in Österreich Kunden von der Bank Austria, von der BAWAG, das ist die Frage. Aber deren Kundenwachstum muss man wahrscheinlich auch neidlos anerkennen. Von wem? Von Revolut. Ich kenne die genauen Zahlen von Revolut, die recent Zahlen nicht. 6 Millionen haben sie umlegt. Genau, man muss ein bisschen differenzieren, wie viele sind da aktiv. Ja. Ich kann sagen, wir haben, glaube ich, heute mehr Premium-Kunden als Revolut. Okay, spannend. USA-Markt, gehen wir ein bisschen noch einmal zurück. Noch quasi eine provokante Frage, wenn wir schon bei den Provokationen sind, ohne dass ich es böse meine. Aber du sagst, es gibt dort keine Bank à la N26 in den USA, das gibt es nicht. Ne? Ja. Und obwohl sie Technologie- und Innovationsführer sind in so vielen Dingen. Jetzt könnte ich provokant fragen, ja, vielleicht gibt es einen guten Grund dafür. Vielleicht gibt es keinen Markt für so eine Bank. Habt ihr euch sozusagen eure Chancen gut ausgerechnet und überlegt? Schau, wir sind noch immer ein Unternehmen, das gerne Risiken nimmt. Wir sind chancenorientiert. Also Risiken würde ich jetzt nicht sagen, sondern chancenorientiert. Ja. Und die USA ist eine riesige Chance. Kann ich dir sagen, dass wir in den USA in 5 Jahren 50 Millionen Kunden haben werden? Nein. Ja. Wir sind sehr fokussiert auf den Launch. Ich glaube, das Team hat ein super Produkt gebaut. Wie ich gesagt habe, es gibt Datenpunkte von den Kunden, wo wir glauben, wir haben da riesiges Potenzial. Ich kann dir mehr sagen in einem halben Jahr. Und es ist ja auch nicht so, dass man jetzt ein Produkt auf den Markt bringt und dann hat man innerhalb von 2 Tagen 1 Million Kunden. Das weiß jeder, der selber vielleicht in einem Startup arbeitet oder gegründet hat. Da muss man ja auch noch tweaken. Wir bringen das Produkt jetzt auf den Markt, da müssen wir schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und der Teufel liegt im Detail. Das heißt, die nächsten Monate werden sehr, sehr spannend. Da werden viel Aufmerksamkeit und Arbeit erfordern, auch vom Team. Aber wir freuen uns alle, dass wir jetzt dieses Learning und diese extreme Lernkurve auch haben können. Und da sind wir sehr gespannt. Naja, wahrscheinlich werden wir dann in 6 Monaten wieder von einem neuen Standort mit euch reden, so schnell sich das alles entwickelt. Ich finde es natürlich auch wirklich spitze, dass ein Fintech aus Europa, aus Österreich, aus Deutschland, aus Berlin und Wien und Barcelona sozusagen die Innovationsführer schon dann in den USA übernimmt. Aber trotzdem muss man ein bisschen sozusagen diese Dinge hinterfragen. Wachstums sozusagen
Dynamiken sind natürlich spannend. Wir sind jetzt auf euren zweiten Standort. Ja. Ich glaube, da könnten 600, 700 Mitarbeiter sein. Das erste Standort bleibt natürlich aufrecht, weil es ist zu wenig für alle. Ja. Vielleicht wird es einen dritten geben. Wien, Office, Barcelona, New York. Ja. Habt ihr das alles noch im Griff? Ist da sozusagen von der Management-Komplexität dieses schnelle Wachstum, gibt es da Schmerzen, gibt es da Learnings? Ja. Also wir haben ja heute in Berlin alleine haben wir 4 Standorte. 2 davon sind Customer Service und unsere Customer Care Teams. 2 davon sind Business-Technologie-Standorte. Den alten Standort für Business-Technologie kennst du auch, das war in K62, in der Klosterstraße 62. Jetzt sind wir hier auf der Kurfürstenstraße 72, deswegen K72. Gibt es da jetzt Pains? Natürlich gibt es Growth Pains. Die größten Herausforderungen sind in Berlin ganz einfache Office Space zu finden. Extrem schwierig, ganz einfaches Thema. In Barcelona war das überhaupt kein Thema. In Barcelona haben wir ein Top-Office jetzt, haben wir super modern eingerichtet. Das ist echt cool. Dann hast du natürlich Herausforderungen, wenn du so stark wächst und auch in mehreren Standorten. Wie machst du Videokommunikation zwischen den Standorten? Also ich kann jedem Gründer empfehlen, wenn jemand was gründen will im Bereich Videokommunikation zwischen Offices, ist ein Riesenmarkt. Da gibt es ein bisschen was von Google, das funktioniert zu Mittel. Und es gibt diese ganz teuren Conferencing-Systeme. Ja. Aber das ist natürlich alles, wenn man mehrere Standorte hat. Ja, wie schnell können Leute eigentlich ein Meeting machen, standortübergreifend? Das ganze Thema Kommunikation. Wie kommunizieren wir eigentlich zwischen den Standorten? Wie machen wir Zielsetzungen? Wie stellen wir sicher, dass wirklich jeder auch seinen Impact haben kann? Ist extrem wichtig. Und da kann man sicher immer noch lernen. Also ich glaube, auch wir müssen sicherstellen, dass die einzelne Person, die bei uns arbeitet, den meisten Impact haben kann. Und da ist es immer eine Balance zwischen wie viel Struktur willst du schaffen und wie viel Chaos kreierst du. Mhm. Und ich glaube, da folgen wir ganz stark auch der Philosophie von Netflix, die, glaube ich, sagen, wenig Struktur und viele Individuen, viele großartige Personen, die das dann regeln. Aber wir bewegen uns natürlich in einem Bankbereich auch. Das heißt, gewisse Strukturen brauchen wir. Und das sind so die Herausforderungen, die auch mit dem Wachstum kommen. Ich glaube, Wachstum kann man nur bewältigen, wenn man die besten Köpfe bekommt, die einfach extrem smart sind und dann auch mit dieser Komplexität, mit dieser zusätzlichen Komplexität zwischen Kundenwachstum, verschiedene Standorte und dann aber auch noch extremes Teamwachstum umgehen zu können, dann braucht man einem wirklich sehr gescheite Leute. Ja, und in diesem, sage ich jetzt einmal, geplanten und strukturierten Chaos, trotzdem in der Lage zu sein, Performance zu sehen, zu messen, zu pushen und sozusagen nicht in einem, sage ich jetzt einmal, Blindflug unterwegs zu sein. Absolut. Da habt ihr dann C-Level eingestellt, die sich um diese Dinge kümmert, oder ist das noch immer irgendwo auf deinem Tisch? Ich meine, C-Level ist so ein traditioneller Begriff. Ja. Wir haben ein Führungsteam, das sind ungefähr 12, 13 Personen. Aber bei uns gibt es ganz viele Führungspersönlichkeiten. Ja, cool. Wir haben natürlich in verschiedenen Ebenen verschiedene Führungspersönlichkeiten. Und auch jemand, der bei uns ein Produktteam leitet zum Beispiel, der hat eine extreme Führungsverantwortung. Der ist dafür verantwortlich, ein ganzes Produkt end-to-end zu launchen. Jemand, der im Operations-Team an der Verbesserung zum Beispiel der Card-Delivery arbeitet, damit die Karten nicht mehr in 2 Tagen beim Kunden ankommen, sondern vielleicht in einem Tag in 24 Ländern. Der hat auch eine große Verantwortung. Der kauft Karten ein um einige Millionen Euro, verhandelt da die Preise. Der muss schauen, dass wir haben ja mittlerweile verschiedene Farben bei den Metallkarten. Zeig ein paar her, du hast sie ja vergessen, dass sie mitgebracht. Das sind die USA-Karten, oder? Genau, das ist die Visa-Karte, die wir in den USA launchen werden. Okay. In den USA arbeiten wir nicht mit Mastercard zusammen, sondern mit Visa. Sonst Design sehr ähnlich, würde ich sagen. In Europa und in den USA bringen wir dann auch unsere Karten, die Metall sein werden. Ja. Das kommt erst später, also im Quartal 3 wahrscheinlich oder 4. Ja. Weil die Produktion der Metallkarten etwas schwieriger ist. Aber auch in den USA werden wir wieder mit 3 Farben in den Metallkarten am Start sein. Hier habe ich jetzt noch die Mastercard gebrandeten Metallkarten. Die Visa-Karten schauen eigentlich sehr, sehr ähnlich aus. Ja. Aber das ist jetzt ein spannender Punkt, das mich noch interessiert, bevor wir dann sozusagen zu der abschließenden Frage kommen. Das Thema Branding. Ihr wart ja immer Branding-Profis. Ja, man hat gesagt, das hat alles Hand und Fuß, da gibt es die Story dahinter. Ja. Wird dieses Branding und die Experience 1:1 in den USA ausgerollt oder gibt es im Branding dort Anpassungen? Ich habe gestern erst mich mit dem Team zusammengesetzt, zu unserer Brand-Campaign auch in den USA. Wir werden dort auch eine große Out-of-Home-Campaign machen, im Later, also wenn wir dann wirklich public available sind. Und ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir schon einen ganz, ganz starken Fokus. Also die Brand hinsichtlich dessen, was wir in Hardware machen, in Software, ist ganz konsistent. Also die App schaut gleich aus, die Karten schauen gleich aus.
im Bereich Branding, sondern welche Creative Ideas haben wir? Wie kommen wir jetzt auf den Markt? Mit welchen Visuals machen wir das? Das weicht natürlich ein bisschen ab. Das weicht sogar in Europa schon ab. Unser Advertising in Italien hat slightly andere Taglines, als es in Deutschland hat. Mhm. Da muss man sich so ein bisschen an die regionalen Gegebenheiten anpassen. Und USA ist natürlich noch mal weiter weg von Europa. Und da kann ich mir in der Creative Idea, gibt es da dann schon immer wieder Unterschiede. Es ist beeindruckend, wirklich eure Entwicklung. Ich bin jetzt mit dem Taxi sozusagen oder Uber zu euch gekommen, habe dieses Gebäude gesehen, wusste nicht, neue Adresse, wo das ist, der lässt mich dort stehen und ich dachte, okay, die haben da irgendwo sich in dem Gebäude eine Bürofläche gemietet, dann komme ich rein mit sozusagen eurem Country Manager, dem Georg, und der sagt, nein, das ist unser neues Büro, alles zusammen. Beeindruckend. Das zweite Büro, das dritte Büro, das vierte Büro. Heißt aber gleichzeitig natürlich auch eine neue Kostenstruktur. Ja. Ist diese neue Kostenstruktur im Sinne des Geschäftsmodells noch immer stabil, skalierbar, neue Customer, sozusagen Leute, die da sind, ist das noch sozusagen finanziell auch noch im Griff? Klar, also wir bauen ja nicht unser Team auf, um Däumchen zu drehen, sondern wir, die einzige Purpose, warum wir das hier machen, ist, unseren Kunden eine bessere Banking Experience zu bieten, weil wir daran glauben, dass wir eine Bank bauen können, die vielleicht 50, vielleicht 100 Millionen Kunden auf der ganzen Welt wirklich lieben zu benutzen. A bank the world loves to use ist ja einer unserer Claims. Mhm. Und dafür brauchen wir aber auch das Talent. Und unser Wachstum ist, glaube ich, sehr gut. Und wir bauen aber dementsprechend auch unsere Strukturen auf. Wir bauen, wenn wir 1 Million Kunden dazu gewinnen, müssen wir dementsprechend auch Mitarbeiter aufbauen. Man muss aber auch sagen, die meisten Mitarbeiter, die wir auch jetzt hier haben, die arbeiten natürlich zu einem Großteil an Europa, aber ein Teil davon arbeitet auch an der Expansion. Ja. Das heißt, wenn wir heute nur sagen würden, wir bleiben in den Märkten, in denen wir schon sind, mit den Kunden, die wir heute schon haben, dann hätten wir natürlich ein deutlich kleineres Team. Aber ein Großteil dieser Kunden arbeitet dann an Verbesserungen der Prozesse, an Verbesserungen oder in neue Länder gehen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um zu verstehen, wie wir das aufgebaut haben. Im Verhältnis zu anderen Banken, und die Deutsche Bank war jetzt öfter in den Medien, ich meine, die Deutsche Bank hat announced, dass sie 18.000 Mitarbeiter entlässt. Wir haben hier heute 1.000 Mitarbeiter, bisschen mehr. Ja. Also die Verhältnisse, glaube ich, sind schon noch in Ordnung. Ja. Also wir sind, glaube ich, dafür, dass wir jetzt in die USA gehen, dass wir eine globale Bank bauen. Relativ klein verglichen zu den ganz, ganz großen Banken, wo wirklich teilweise Hunderttausende Mitarbeiter haben. Klein in der Kostenstruktur, meinst du? Ja, klein in der Kostenstruktur, aber auch klein in der Mitarbeiterstruktur. Ja. Über die Kostenstruktur ist nochmal ein anderer Blickwinkel. In der Kostenstruktur sind wir allein deshalb effizienter, weil wir moderne Technologie verwenden, keine Legacy-Systeme haben, keine alten Systeme verwenden und weil wir natürlich keine Filialstruktur haben, die niemand verwendet. Bei uns kannst du live chatten innerhalb von 2 Sekunden, aber in die Filiale, dass du dich anstellst, dass das dann auch viel kostet, das machen wir nicht. Umsatz entwickelt sich auch weiter? Absolut. Mehr Kunden bedeutet natürlich mehr Umsatz. Bedeutet natürlich eine nachhaltige Unternehmensentwicklung. Und das ist ganz, ganz wichtig. Auch für uns, auch wenn wir schnell wachsen, wenn wir groß wachsen, wir haben nur eine Zukunft, wenn wir auch nachhaltig wachsen. Und dazu gehört die Umsatzentwicklung, dazu gehört die Kundenentwicklung, dazu gehört natürlich auch die Profitabilität. Mhm. Die aber jetzt noch nicht angestrebt wird, oder schon? Wir streben natürlich immer Profitabilität an. Wir schauen uns das ganz genau an. Nur Profitabilität ist ein Begriff, den muss man sich ja pro Land und pro Kunde anschauen. Ja. Natürlich, wenn wir jetzt in die USA gehen, sind wir da nicht im ersten Monat profitabel. Da haben wir jetzt 2 oder 1,5 Jahre investiert. Jetzt kriegen wir die ersten Kunden. Aber mit dem einzelnen Kunden sind wir immer von Anfang an, versuchen wir eine gewisse Profitabilität und Langfristigkeit auch darzustellen. Weil wir einfach nichts davon halten, ein Produkt in den Markt zu bringen, nur über Preis zu competen und dann langfristig das nicht darstellen zu können. Sondern wir haben ein nachhaltiges Geschäftsmodell, ganz, ganz geringe Kostenbasis. Die geben wir teilweise an den Kunden weiter und von ein bisschen was überbleibt, können wir auch leben. Abschließende Frage, wenn wir schon über Umsätze und Finanzierungen sprechen, über das Wachstumskapital, das einerseits aus eigener Kraft kommt, aber andererseits auch aufgenommen wird. Das Investment habt ihr zuletzt kommuniziert, glaube ich, 250 Millionen zu einer 2,7 Milliarden Bewertung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und am Tag danach laufen schon die Wetten sozusagen, wann kommt die nächste Finanzierungsrunde, entweder bei Revolut oder bei euch sozusagen in einem gewissen Intervall. Dazu kommt jetzt, dass es so zu sein scheint, das sagen mir viele Investoren, dass es viel verfügbaren Kapital am Markt gibt. Ja. Viele Investoren kapitalisieren ihre Startups unabhängig davon, ob es einen dringenden Bedarf gibt. Ja. Insofern die Frage,
wird auch einmal sozusagen die neue Runde bei euch überlegt oder habt ihr das jetzt einmal vollkommen weg vom Fokus? Also es ist sicher so, dass es heute einen guten Markt gibt. Aber man muss auch sagen, es gibt wenige Unternehmen in unserer Größenordnung, in die man überhaupt investieren kann. Es gibt ja einfach in Europa nicht viele. Wir sind eines der Top 20 oder Top 10 Unternehmen in Europa. Und daher gibt es immer einen Bedarf für gute Unternehmen. Ich glaube nicht, dass das jetzt an der speziellen Zeit liegt oder so etwas. Richtung Finanzierung sind wir als Gründerteam natürlich immer dabei, auch den Finanzierungsaspekt mitzudenken. Wir schauen uns laufend, wir treffen uns laufend mit Investoren. Das ist ja nicht so, wir haben heute über 1000 Mitarbeiter, da kann ich ja nicht sagen, hier 1. Oktober, ich brauche Geld und zwei Tage vorher treffe ich mit einem Investor. Das sind ja auch lange Prozesse, wenn jemand in unser Unternehmen vielleicht 100 Millionen investiert, vielleicht 200 Millionen, dann muss er ja auch eine Relationship davor geben. Da geht ja nicht einmal her und sagt, hier, dann habe ich gute Ideen, mache jetzt mal 100 Millionen, sondern ist ein Hauptteil meiner Arbeit, ein Hauptteil der Arbeit von Maximilian, meinem Co-Founder, ist sicher, mit Investoren Kontakte zu haben, Leute auch immer wieder über unser Business zu informieren. Und wir sind mittlerweile auch weggegangen von einem Raisen auf verschiedene Runden zu Raisen hin auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung. Wenn wir Investoren sehen, die wir für gut halten, wenn wir glauben, dass es eine gute Unternehmensbewertung auch ist in dem Zusammenhang, dann spricht nichts dagegen, auch noch Geld aufzunehmen, einfach um das Unternehmen noch langfristiger aufzustellen, um auch vielleicht noch aggressiver in verschiedene Märkte zu gehen. Und das ist immer verbunden damit, was können wir eigentlich für die Kunden weltweit ändern. Ja. Und natürlich ist es toll, wenn wir gute Finanzierung haben, um mehr ins Produkt zu investieren und auch mehr Märkte zu machen. Und jetzt habt ihr, glaube ich, 3,5 Millionen Kunden. Ja. Das Ziel 50, 100 Millionen angesprochen. Ja. Auf diesem Weg wird wahrscheinlich schon auch Fremd- oder Investmentkapital notwendig sein, um wirklich die Geschwindigkeit aufrechterhalten zu können. Ja, also es ist natürlich so, dass wir natürlich auch Venture-Kapital oder Eigenkapital auch aufnehmen, um diese Expansion auch zu fördern, um in neue Märkte auch Fuß zu fassen. Das ändert nichts daran, dass wir natürlich ganz, ganz stark an einem nachhaltigen Geschäftsmodell arbeiten, an einem Modell, wo wir uns genau überlegen, wenn wir da jetzt 10 Euro investieren, 100 Euro investieren in eine gewisse Aktion, 1000 Euro investieren, ist das für uns nachhaltig eigentlich so darstellbar. Und das ist ganz, ganz wichtig, unabhängig, dass es sich ja da manchmal um sehr, sehr große Beträge handelt, die man ja gar nicht mehr so fassen kann. Aber es kommt eigentlich runter auf ganz, ganz einfache Entscheidungen. Wenn wir heute sagen, wir sponsern irgendetwas bei einer Veranstaltung, dann müssen wir uns genau überlegen, zahlt sich das aus, zahlen wir da für den Kunden 5 Euro, der sich bei uns anmeldet, oder da 5000 Euro. Und das muss man schon ganz im Detail machen, weil es gibt schon eine gewisse Tendenz, wenn man immer mit so gar nicht greifbaren Zahlen um sich wirft, dass einfach immer alle denken, es gibt eh so viel Kohle, lass uns halt irgendwas machen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, unabhängig davon, wie groß diese Beträge sind, dass man einen ganz, ganz klaren Plan hat, wie man was investiert, dass es trotzdem noch wirklich einen ressourcenschonenden Umgang. Und ich sage immer, do more with less. Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig. Vollunternehmer Valentin Stalf. Valentin, immer sehr, sehr spannend, mit dir zu sprechen. Ich lerne in jedem Gespräch ein paar neue Impulse dazu. Alles, alles Gute für die USA-Expansion. Vielleicht tun wir so ein Gespräch nächstes Jahr irgendwann in New York führen. Wäre natürlich spannend zu sehen, wie sich das Team dann dort entwickelt. Alles Gute für die Expansion, natürlich auch für Europa. Ja. Und gib uns posted sozusagen über die Entwicklungen. Dan, vielen Dank. Ich freue mich, dass du da warst. Danke euch fürs Dabeisein und wir melden uns dann wieder mit den spannenden News von N26. Danke und tschüss.